So Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Krypto-Video. Und zwar geht es heute endlich um den Casper Token, den ich jetzt schon in den letzten Videos öfter angesprochen hatte. Und eben heute nehmen wir ihn uns vor und schauen uns an, was für Partnerschaften können sie aufweisen, was macht der Token überhaupt und eben auch aus charttechnischer Sicht, sprich wo stehen wir heute und wo kann es in Zukunft, also im nächsten Bullrun eben hingehen. Ansonsten Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, um weitere solcher Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten haben wir eben auch noch Instagram und Telegram. Dort könnt ihr uns natürlich gerne folgen, beziehungsweise gerne auch in die Telegram-Gruppe kommen. Da findet ihr tägliche Updates und News rund um den Kryptomarkt. Den Link dazu findet ihr unten in der Bio. Und ansonsten würde ich sagen, reden wir gar nicht so viel drumherum und starten direkt mit dem Video. Also Freunde, schauen wir uns erstmal an, was ist Casper überhaupt und was machen sie da alles. Casper ist eine Open-Source-Blockchain, die eben für Unternehmen und Entwickler optimiert ist. Und sie zielen eben darauf ab, die Einführung dieser Blockchain-Adaption und Technologie maßgeblich zu beschleunigen für die Unternehmen. Das Casper-Netzwerk ermöglicht eine Schaffung neuer und nachhaltiger Märkte und die Freisetzung von Werten durch die Tokenisierung eben von nahezu jedem Asset eigentlich, ohne dessen Leistung und Sicherheit eben in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Casper wurde übrigens 2018 von Casper-Mitbegründern mitgegründet und das zeigt natürlich, dass da auch wirklich schlaue Köpfe dahinter hängen. Da gab es dann ein paar Rechtsstreite, wie das immer so bei Neuanfängen ist, aber darauf brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter eingehen. Was uns eben interessiert, was sie so speziell macht als Firma. Und hier geht es eben vor allem um Flexibilität und Finalität. Das Interessante an Casper ist halt, dass sie Permission und Permissionless anbieten. Sprich, man kann bestimmte Teile der Blockchain eben vollkommen automatisiert, wie wir es auch bei anderen Coins haben, ablaufen lassen. Man kann aber eben auch bestimmte Teile der Smart Contract im Nachhinein verändern, wenn eben bestimmte Bedingungen eintreten. Und zusätzlich dazu kann man eben auch noch bestimmte Teile so zentralisieren, dass die wiederum bei anderen bestimmten Bedingungen eine Genehmigung sozusagen brauchen. Sprich, man kann es vollkommen automatisiert nutzen oder eben bei Eintreffen bestimmter Bedingungen sozusagen eingreifen und verändern. Das ist eben so das Spezielle an Casper, was sie eben auch von dem Großteil der Masse abhebt. Und eben das macht sie auch für größere Unternehmen oder Staaten so interessant, weil wir wissen ja, auch bei der XRP und Bitcoin-Debatte, die Bitcoin-Leute wollen sie eben sehr dezentral haben. XRP arbeitet ja eher mit dem Bankensystem zusammen als gegen sie. Und hier ist es eben dasselbe. Es wird wahrscheinlich in Zukunft nicht so sein, dass wir komplette Dezentralität irgendwie einbauen können, weil die Staaten und die höheren Mächte sozusagen niemals Teil ihrer Macht abgeben würden. Und dadurch ist es eben interessanter für uns als Investoren, in Projekte reinzugehen, die eben diesem Problem sozusagen aus dem Weg gehen, indem sie einfach mit den Staaten zusammenarbeiten und diesen entgegengehen. Denn das macht die Adoption in Zukunft viel einfacher, sage ich mal, für das Unternehmen. Und es macht ihr eben mehr Sinn, mit den Dingen zusammenzuarbeiten, als auf Krampf jetzt irgendwie gegen das System zu laufen. Das macht für vor allem jetzt kleinere Unternehmen wie Casper einfach wenig Sinn und deswegen denke ich, dass das einfach ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ansonsten schauen wir uns wie immer natürlich auch die Partnerschaften von Casper an und ihr seht hier eben, wir haben hier schon Partnerschaften wie eben zum Beispiel Ledger, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, das Aufbewahrungsmittel sozusagen für unsere Kryptos. Ansonsten haben wir hier noch Chainlink, da muss ich eigentlich auch nicht viel dazu sagen, spricht eben auch für Interoperabilität und auch das ist natürlich ein sehr wichtiger Teil im Kryptomarkt. Es wird einfach immer wichtiger, zusammenzuarbeiten und eben das ist der große Vorteil solcher Blockchains. Es wird eben immer wichtiger, Sachen zu kombinieren und zusammenzuarbeiten und eben hier packt auch Chainlink an. Ansonsten haben wir hier noch BSN, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Erstmal schauen wir uns hier IPWE an, denn interessanterweise arbeitet IPWE eben mit der IBM zusammen. Hier seht ihr nochmal Casper Labs, also auch eine sehr große Partnerschaft. Ansonsten hatte ich ja noch BSN angesprochen. Was ist BSN? BSN ist sozusagen Chinas Blockchain-Partner. Auch interessant, wir hatten es ja schon beim VeChain-Thema. China ist ja eher gegen Kryptos und bannt alles Mögliche weg, arbeitet dann aber im Hintergrund mit VeChain zusammen und jetzt eben auch mit Casper. Also immer so ein paradoxes Ding, was sie da abziehen. Aber wie gesagt, man sollte nicht tun, was sie sagen, sondern tun, was sie tun. Und eben hier sehen wir auch nochmal eine sehr große Partnerschaft eben mit China. Ansonsten sehen wir auch, dass Casper mit den Saudis zusammenarbeitet, die eben um die Web3-Adoption weiterhin zu promoten und weiterzubringen in Zukunft. Weiterhin interessant, wurde da jetzt vorhin nicht angezeigt, aber Casper arbeitet eben auch mit AWS zusammen, also mit den
Amazon Web Services zusammen, also mit der Cloud, die Amazon zur Verfügung stellt. Wir sehen also hier wirklich einige und sehr interessante Partner, vor allem wenn wir uns mal anschauen, wo Casper eigentlich gerade so liegt. Sie sind jetzt in den letzten Wochen in die Top 100 reingekommen, was sehr interessant ist, weil eben mehrere Leute in den Top 100 so rumschauen. Dadurch gewinnen sie eben mehr an Popularität sozusagen. Sie befinden sich momentan eben auf Platz 72, also nicht allzu groß, deswegen auch das Potenzial eben umso größer dadurch. Und da ist eben interessant, dass obwohl sie eben auf nur Platz 72 sozusagen sind, schon solche Partnerschaften vorweisen können. Wie gesagt, sie haben einfach diesen speziellen Nutzen und eben das auch ein sehr großer Grund, warum ich euch den Coin heute überhaupt vorstelle. Ansonsten schauen wir uns das ganze Ding nochmal aus charttechnischer Sicht an und hier seht ihr erstmal, es sieht etwas komisch aus, um ehrlich zu sein, sieht so ein bisschen scammy, Luna-mäßig aus. Aber was ich am Anfang übrigens vergessen habe zu erwähnen, das Unternehmen Casper wurde in der Schweiz gegründet. Das spricht natürlich für sie, denn wir wissen eben, Schweiz gleich erhöhte Regulatorien. Das heißt, auch in dem Falle können wir uns etwas mehr in Sicherheit wägen sozusagen, denn es ist eben einfach besser, wenn sie in einem Land wie in der Schweiz ansässig sind, als jetzt irgendwo im größten Dschungel, wo eben solche scharfe Regulatorien nicht herrschen. Das gibt uns einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auf den Chart eingehen. Und zwar habe ich euch ja schon gesagt, es sieht ja etwas komisch aus und ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, dass wir wahrscheinlich nicht bei 4 Milliarden 850 Millionen irgendwas waren. Das ist irgendwie ein Anzeigefehler oder keine Ahnung, was da los ist. Wir waren hier circa bei 38 bis 40 Dollar. Das kann ich euch auch mal hier zeigen. Hier wird es All-Time High auch bei circa 40 Dollar angezeigt. Ob das jetzt zu 100% stimmt, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich habe jetzt einfach das genommen, was ich so öfters auffinden konnte. Und das war dann so circa diese 40 US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was für ein Abwärtspotenzial wir die letzten Monate und Jahre hatten von eben diesen 40 US-Dollar, dann waren das jetzt so circa zum All-Time-Low 99,94%, also jetzt keine kleinen Summen. Wir sind wirklich ordentlich abgekracht und ich denke auch nicht, dass wir jetzt im nächsten Bullrun irgendwie auf die 40 Dollar wieder hochgehen. Aber wenn wir uns einfach mal anschauen, zurzeit haben wir eine sehr schöne Buy-Zone gehabt hier die ganze Zeit. Also hier diese schöne Akkumulationsphase, da konnten wir ordentlich einkaufen und zurzeit traden wir hier wieder bei rund 5 Cent und sind hier auch schön an die Resistenz getroffen. Sprich, das ist eigentlich hier so ein Quant-Ding. Wir haben hier einen riesen Anstieg gehabt und jetzt kann ich mir eben vorstellen, dass wir hier nochmal runter traden. Hier eben wieder Richtung dieser Akkumulationsbox oder vielleicht auch kurz davor. Sprich hier an das nächste Support-Level von circa 0,38 US-Dollar. Und eben genau in solchen Bereichen macht es halt Sinn, sich Step-by-Step DCA-mäßig sozusagen, wenn der Token überhaupt in Frage kommt für euch, sich da vielleicht leicht einzukaufen. Wie gesagt, wir haben hier immer noch ein sozusagen Low-Cap-Projekt, auch wenn sie große Partnerschaften haben. Wenn sie eine sehr coole Lösung für den gesamten Kryptomarkt bieten, muss man eben immer vorsichtig sein, denn es handelt sich hier jetzt nicht um Quant oder Ethereum oder was auch immer. Wir reden immer noch von einem kleinen Low-Cap-Projekt, sprich, das ist so ein Ding, da tut man jetzt keine Riesensummen rein, sondern einfach, wenn man noch was übrig hat, muss man eben mit seinem Portfolio-Management abwägen, welchen Teil kann ich verkraften zu verlieren sozusagen. Sollte man ja immer so mit dem Gedanken rangehen und dann eben, dass man schaut, dass man da ruhig schlafen kann, wenn man hier rein investiert. Wie gesagt, das ist alles keine Anlageberatung, das ist alles nur meine Meinung und das Video dient nur zur Unterhaltung, aber das sind eben Dinge, die ich sozusagen machen würde. Und ich denke, diese Einkaufsbereiche, die wir auch genutzt haben, sind einfach sehr interessant gewesen. Und wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier auch nochmal runterkommen. Denn wir dürfen einfach nicht vergessen, viele denken jetzt, nur weil Quant hochgegangen ist, jetzt auch Casper in letzter Zeit hochgegangen ist oder auch andere Altcoins, dass wir jetzt hier nie wieder runterkommen. Ich meine, man darf einfach nicht vergessen, wir sind immer noch im tiefsten Bärenmarkt. Und das wird jetzt nicht in 2-3 Wochen oder auch Monaten aufhören. Sprich, wir werden auf jeden Fall, ich sage es immer wieder, noch genug Zeit haben, hier nette Preise einzukaufen. Verfallt nicht in FOMO, versucht nicht jeden Zug mitzunehmen. Es wird noch genug Zeit da sein. Wenn wir uns das Ganze einfach mal ganz grob anschauen, dann wissen wir eben, das nächste Halving wird erst rund 2024 Ende sein. Und wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, dann sehen wir eben, dass wir immer zum Halving den nächsten Bullrun sozusagen gestartet haben. Sprich auch hier, das war der 2017er Bullrun. Und auch wenn ihr hier mal schauen, zum Halving eben oder kurz davor sind wir in die nächsten Anstiege gegangen. Sprich, wir haben hier also noch circa 1 bis 1,5 Jahre auf jeden Fall Zeit, um hier ordentlich DCA-mäßig einzukaufen. Macht euch also keinen Stress. Auch wenn jetzt die ein oder anderen Coins hochgehen, wir haben noch genug andere Coins, die wirklich ein gutes Fundament bieten. Und da braucht man auf jeden Fall nicht in FOMO zu geraten. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, warum dieser Casper-Token sozusagen überhaupt ansteigen sollte. Also sprich, was ist der Wert von diesem Token oder diesem Coin? Es geht eben darum, dass Casper eben der native Token
Token dieses Casper-Netzwerks ist und dieser wird eben verwendet, um an den Verwaltungen der Plattform teilzunehmen und sowie um eben die auch die Gebühren im Zusammenhang mit Transaktionen zu bezahlen. Mit anderen Worten also einfach, Casper-Validierer erhalten eben Casper als Belohnung sozusagen. Es ist eben so ein bisschen wie ein Quant-Ökosystem. Der Casper-Token wird eben in Zusammenhang mit dieser Softwarelösung sozusagen genutzt. Sprich, wir haben da wirklich einen Use-Case hinter. Da macht es eben auch Sinn, dass wir da Preisanstiege auch Use-Case-basiert sehen werden. Wie gesagt, wir haben China, was eigentlich komplett gegen Kryptos ist, was auch hier wie bei VeChain mit ihnen zusammenarbeitet. Die Saudis, wir haben Partnerschaften, die mit IBM zusammenarbeiten. Wir haben Amazon Web Services und eben dieses Riesenpotenzial, was sie mitbringen, durch eben diese einzigartige Lösung, die sie eben haben. Und wenn wir uns jetzt nochmal zum Schluss ganz kurz den Chart anschauen und uns mal ansehen, was für ein Potenzial sie ja haben. Wie gesagt, ich glaube, im letzten Bullrun waren wir circa bei 80 Cent. Das mit den 40 Dollar, das war eigentlich ganz am Anfang. Gehen wir mal realistisch aus von 80 Dollar Cent, die sie im letzten Bullrun erreicht haben. Dann kann ich mir eben vorstellen, dass wir so circa auf die 3 bis 5 US-Dollar hochgehen. Und das wären dann eben schon bei 3 US-Dollar circa 11.000 bis 10.000 Prozent. Also auch hier ein 100x möglich, sage ich mal. Es hat das Potenzial. Aber wie gesagt, übertreibt es nicht. Es ist ein kleiner Coin. Wir sprechen hier eben von keinem Bitcoin, keinem Ethereum oder keinem Quant. Es ist eben noch ein Stück kleiner, also seid vorsichtig, aber es hat eben viel Potenzial und deswegen stelle ich den Coin auch heute vor. Und ansonsten, Freunde, hoffe ich, ich konnte euch einen Mehrwert mit dem Video bieten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, könnt ihr natürlich wie immer gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten, Freunde, checkt gerne unsere anderen Social Medias ab, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Links sind alle unten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.